zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Scherer. Danke, Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, Frau Staatssekretärin. Herr Bundeskanzler, wir sind uns bei einer Sache einig, und das ist, dass das europäische Asylsystem gescheitert ist. Die Analyse teile ich auch. Die Frage ist nur, wie man mit einem gescheiterten System umgeht. Und das, was Sie hier anzubieten haben als Lösung, ist nichts anderes als dasselbe dumpfe Populismus, dasselbe dumpfe EU-Bashing, das wir schon von Ihrem Vorgänger kennen. Sie betreiben hier ja Kindesweglegung, wenn Sie sich herstellen und erklären, die EU-Kommission sei schuld daran, dass das Asylsystem nicht funktioniert. Schuld daran sind Parteien wie die ÖVP, ihre Freunde aus Ungarn, Nationalstaaten, die seit Jahren, seit Jahrzehnten ein gemeinsames, funktionierendes Asylsystem blockieren, und sicher nicht die Europäische Kommission. Sie könnten sich auch fragen, was Sie während der Ratspräsidentschaft gemacht haben, Ihr Vorgänger als Innenminister, der hier sitzt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist offensichtlich nicht sonderlich viel weitergegangen. Was wichtig wäre, ist, dass eigentlich die Lösung gar nicht so schwierig wäre. Wir brauchen, und da sind wir uns auch einig, ein gemeinsames europäisches Asylsystem, einen effektiven Außengrenzenschutz, damit eben nicht jeder sich selbst überlegen kann, ob er nach Europa kommt und sich selbst aussuchen kann, ob er hier bleibt. Dazu braucht es in erster Linie europäische gemeinsame Erstaufnahmezentren, wo man in Schnellverfahren in ein paar Tagen möglichst rasch klärt, ob jemand überhaupt die Chance hat, Asyl zu bekommen. Da könnte man ziemlich rasch in Bezug auf Inder, in Bezug auf Marokkaner, in Bezug auf Tuneser klären, dass sich das wohl nicht ausgehen wird, weil es schon einigermaßen absurd ist, dass ganz, ganz viele Menschen nach Europa kommen, um Asyl ansuchen aus Ländern, in die wir auf Urlaub fahren. Was wir auch brauchen würden, Herr Bundeskanzler, dann wäre es um einiges einfacher, wäre eine Residenzpflicht sowohl für Asylwerber während dem Verfahren als auch für Asylberechtigte, solange sie Sozialleistungen bekommen. Dann kann man sich eben nicht mehr aussuchen, wo man in Europa sein will und wo man auf sein Asylverfahren auch entsprechend wartet. Und was wir auch brauchen würden, wäre ein ganz Europa raschere Asylverfahren nach dem Vorbild der Schweiz. Könnte man sich dort abschauen. Die Schweiz haben eine Zielgröße von 6 Monaten bis zur zweitinstanzlichen Entscheidung. Das könnte man machen. Und dann, Herr Bundeskanzler, haben Sie ja etwas selbst angesprochen, was ich auch teile. Wir brauchen raschere Rückführungsabkommen und funktionierende. Jetzt frage ich mich, seit wann die ÖVP in der österreichischen Bundesregierung ist. Was haben Sie denn die letzten Jahrzehnte gemacht, dass hier nichts weitergegangen ist? Das ist doch wiederum Kindesweglegung, dass Sie ein Thema ansprechen und keine Lösung anzubieten haben. Ich habe es Ihnen gestern im EU-Hauptausschuss gesagt, es gibt einen Vorschlag der NEOS seit vielen Jahren. Dazu braucht es wiederum gemeinsame europäische Lösungen, dass man EZA-Mittel an Rückführungsabkommen koppelt. Das wird mit der österreichischen EZA nicht funktionieren, allein weil sie zu gering ist. Aber natürlich geht es am Schluss um Geld, und ich habe es Ihnen auch gestern gesagt, wenn die Freiheitlichen und die NEOS hier die gleiche Position haben, würde ich mal darüber nachdenken, ob es vielleicht aus zwei unterschiedlichen Perspektiven kommend eine gescheite Position ist, dass man hier endlich einmal auf europäischer Ebene Druck macht, anstatt mit dem billigen Populismus hier zu sagen, die EU wäre schuld. Herr Bundeskanzler, was Sie stattdessen tun, als sich diesen Problemen zu widmen, ist, dass Sie auf der Populismusklaviatur spielen, dass EU-Bürgerinnen und EU-Bürger deswegen darunter leiden müssen, weil Sie nicht bereit sind, an gemeinsamen europäischen Lösungen zu arbeiten. Man muss sich das vorstellen, Sie verweigern jetzt zwei europäischen Staaten, die alle Voraussetzungen für den Beitritt zu Schengen erfüllt haben, die Teilnahme daran, und machen gleichzeitig Ihrem Freund Viktor Orban die Mauer und vergessen, wer denn eigentlich schuld momentan ist, dass so viele Asylwerberinnen und Asylwerber nach Österreich kommen. Wer ist denn jetzt Schengen-Außengrenze? Wer ist jetzt Schengen-Außengrenze, woher die Flüchtlinge kommen? Natürlich Ungarn. Viktor Orban, Ihr Freund, lässt sie alle durchkommen. Dem machen Sie die Mauer, und die Rumäninnen und Bulgarinnen müssen darunter leiden. Herr Bundeskanzler, wir kennen den Populismus von Ihrem Vorgänger. Sie erinnern sich vielleicht, dass Sebastian Kurz vor ein paar Tagen vor der EU-Wahl erklärt hat, Brüssel will uns das Schnitzel verbieten. Solche Ankündigungen waren lächerlich, aber sie waren maximal lächerlich. Was Sie machen, ist gefährlich. Sie verprellen unsere europäischen Partner, Sie beleidigen unsere europäischen Partner mit dieser Performance, sie stellen sich ins Abseits, und das Ganze nur wegen einer Landtagswahl in Niederösterreich. Und jetzt weiß ich, genauso wie gestern, dass Sie hier den Kopf schütteln. Man muss sich nur überlegen, wer schüttelt denn hier den Kopf? Wer sagt denn, dass das nicht stimmt? Das ist derselbe Bundeskanzler, der vor einem Jahr erklärt hat, nein, die österreichische Volkspartei hat selbstverständlich 2019 zum ersten Mal sich ans Gesetz gehalten und die Wahlkampfkostenobergrenze eingehalten. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Der Rechnungshof sieht jetzt auch gedrückt. Die Frage ist, ob man Ihrem Wort überhaupt noch glauben kann.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns mitten in der aktuellen Stunde der heutigen Parlamentssitzung, der ersten von drei in dieser Woche. Es ist ja auch eine Woche des Abschieds aus den Räumlichkeiten der Hofburg. Ab Jänner tagt dann der Nationalrat im renovierten Parlament. Das Thema für die Aktuelle Stunde haben die Freiheitlichen ausgewählt. Es lautet Wohlstand und Sicherheit für Österreich statt EU-Sanktionen und Masseneinwanderung. Zu Beginn hat sich FPÖ-Clubobmann Herbert Kickl zu Wort gemeldet, und es war einmal mehr eine Abrechnung mit der Arbeit der Bundesregierung.